Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier Thüringen. Tja, ich werde mal die Geräte aus dem Haus fahren. Weiteres Mal Geräte geben. Der ist nicht notwendig. Das ist der, ist nicht notwendig. Es war teilweise ein bisschen zu wenig, aber großen Ganzen ist das so okay. Lassen mal. Die Silageballen müssen zum Lager. Die beiden Tanks und den Traktor hier. Das machen wir gleich mal und dann den können wir auch schicken zum Hof. Weil das wäre jetzt ja Quatsch. Ich war nur an den Dingern vorbei hier, an den Beinen hier und dann klappen wir uns LKW. Ich glaube, ihr habt so viel Silage von Graszeug hier. Mal sehen. Ja, wann das andere nur funktioniert, würde. Mal schauen, ob wir es vielleicht. Vielleicht muss er noch ein, zwei Tage. Ich weiß nicht genau, ob das. Es könnte auch sein, dass die Gerste vielleicht einen Monat später kommt. Kann ja auch sein, ne? Und das jetzt noch nicht reif ist, weil der Wachstumsstufe noch nicht. Halt noch nicht so ist, wie das sein könnte. Rein theoretisch. Muss ich mal gucken, wo es hier genau findet. Müsste hier zu finden sein. Also Grunde, Gerste könnte auch. Ja gut, da ist erntereif, ne? Da gibt nichts zu diskutieren. Aber wie gesagt, es könnte sein. Wir haben es ja auch. Ja, wenn wir es theoretisch im Oktober ausgesät haben, dann wird es auch einen Monat später, aber da haben wir hier die beiden Monate eigentlich. April, Mai. Also wäre es Juni, dann wäre es erst Juli reif. Also mal schauen. Vielleicht bin ich einfach so früh dran. Den Farm selbst. Das kann natürlich auch sein. Ne? So früh dran sind, dann ist es früh. Dann geht's halt nicht. Ich weiß nur halt nicht mehr, wann ich das ungefähr gemacht habe. Das ist schon so lange her. Da müsste ich mir alte Aufnahmen anschauen. Mit dem Risiko, dass ich lange suchen müsste. Na, hier kommen die rum. Ja, doch, kommt doch rum. Ja, dann müsste ich näher den anderen Anhänger nehmen und dann hier. Ja. Die ganzen Ballen und mit dem großen gleich. Ne? Also mit dem kleinen wären wir hier nicht glücklich. Ja, mal schauen, ne? Ja, jetzt ist der Termin schon klar, wann der Urlaub beginnt. Meine, es kann sein, dass die Abteilung sagt, okay, mach eine Woche länger. Das kann passieren, letzten zwei Jahre sind auch passiert. Nur hinten ran oder vorne ran, das weiß man nicht. Aber sonst ist offiziell vom 15. bis zum 2., also drei Wochen. Eine Woche nach der Farm kommen, ein bisschen ungünstig, aber mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich würde ganz gerne zur Farm kommen fahren. Habe ja alles schon gebucht. Also für die Farm kommen. Hotel werde ich da nicht nehmen. Die drei Nächte wieder. Ich feiere sowieso wieder nach Hause. Man kann ja abends ein bisschen länger machen zur Not. Wenn sich was ergibt, ne? Essen oder so, keine Ahnung. Man weiß es ja nicht. Und dann Sonntag halt ausruhen, ne? Zum Montag wieder arbeiten. Ja, wo stellen wir den am besten hin? Ne? Da, oh, da kommt da eine schon. Wo Platz ist, ne? Hier rechts ist gut Platz. Ah, packen wir ihn ein. Oh, das ist so schön.
Der Wand, ich nicht habe, ist Platz. Ja, muss der Bauer ertragen. So, wir müssen den anderen Anhänger holen. Und dann müssen wir mal schauen, wie das hier am besten irgendwann mal global markenaktiv ist, damit man das gleich verkaufen kann. Ja, gut. Machen wir halt später, ne? Vergessen immer wieder anzuschalten. Also im Prinzip muss aktiviert werden. Da muss das Programm starten. Das wird doch nichts. Da muss er intern gespeichert. Die Menge und so. Was drin ist und was. Halt so, ne? Ja, mal schauen. Das ist denn hier. Dann können wir auch die Geschwindigkeit nach oben schrauben. Müsste noch, oh, da muss noch, ja gut, da kann man auch morgen gegen zur Not. Also KI macht nicht viel mit Unkraut. So. Das war schon lange überfällig, dass ich die Sachen abhole und weghole. Eigentlich normalerweise Mais ist eigentlich, wenn, dann musst du durch sein. Ne? Wenn du jetzt reinfährst und machst so richtige. Ja, ich würde meinen, da hast du Fahrspuren drin. Einzige, was man machen könnte, wäre, was notwendig wäre, wäre Unkrautbekämpfung, also mit großer Arbeitsbreite. Aber das ist da in dem Fall nicht der Fall. Wenn jetzt mal Mais gewachsen ist in der richtigen Höhe, dann ist das auch dann. Wird es auch praktisch versteckt, ne? Obwohl ich die Fahrrunden gefahren bin, also so wie die Aushalt aussieht, ist das meist nicht so gepflanzt, wie ich das gepflanzt habe. Also es wächst nicht so, wie ich das eigentlich gemacht habe. Und komisch, ne? Normalerweise hätte das jetzt in diese Richtung wachsen müssen. Ja, mit den ganzen, mit den Vorgewänden etc. Ne? Haben wir eine andere Strecke lang, wo man Kurve da hinfahren. Sorry, Entschuldigung. Ein Husten ist noch nicht losgeworden, also das ist ja Baby Sau. Aber Angst, zum Glück ist eine Woche Arbeit hinter mir. Spätschicht konnte ich zumindest aufschlagen. Das Szene war noch richtig schön. Und nächste Woche ist Frühschicht angesagt. Frühschicht. Da irgendwo hinkommen. Mal gucken. Die Richtung passt auf jeden Fall. Einmal links und dann wieder rechts. Ja, wie das so ist, ne? Grün, das hat einen Fehler, grafisch, oder egal. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir das, oh, Gärlage, ne, das, ich glaube, Dame fährt aktuell nicht. Gärlage ist 100%, 100% irgendwo angefangen, aber noch nicht da, wo er sollte. Dann kommt bald die Meldung, blockiert. Aber jetzt haben wir alle Fahrzeuge. Gut, da steht auch ein Weg. Irgendwo woanders, ne? Oder? Ne, doch, richtig. Da, bei Mais, bei KI ist alles unkrautmäßig. Aber Maisfeld würde ich mal sagen, wir haben jetzt zwei Stück. Nur zwei? Ja. Müsste auch nicht reichen normalerweise. Eigentlich so.
starten wir noch einen Wagen und holen uns die ganzen Gärreste, ne? Die ganze. Gucken wir mal, was der andere macht aktuell. So. Mit dem müssen wir nicht direkt. Einer wollte nicht. Doch, hat er doch gefahren. Aber er macht nichts leer, ne? Die andere Spur normalerweise. Ich fahre mal die Erde runter selber. Kann man den Kurs anzeigen lassen? Und dann vorne anschalten. Oder ich lasse den KI fahren. Ich fahre nur mit, weil das ist hier mehr. Guck mal nicht weiter hier. Ja, da ist er hier. Die ganze Spur ist ja noch nicht gemacht worden. Der Rest ist schon. Mal gucken, was dunkelrote auch noch durchfahren. Ne? Die nächste Wiese müsste eigentlich noch gesammelt werden, oder ich weiß. Zwei auf jeden Fall. Die dritte. Ich muss jetzt hier ein bisschen. Fahren wir durch? Ja, ich war durch. Gemacht worden. Vielleicht können wir noch mal, wenn das gewachsen ist, noch mal ein zweites Mal geben. Das kommt durchaus möglich. So, und da ist optisch gesehen noch rot. Und geht was aus. Mai, wir haben noch zwei Tage Mai, also zwei volle Tage. Und derzeit müsste man die ganzen Wiesen gedüngt bekommen und die Ballen eingesammelt haben. Da vorne noch eine kleine Wiese, stimmt ja. Ist auch schon leer, dann müssen wir nächstes hin. Also. Da vorne im Nebel verschwunden. Der kleinen Breite kann er besser berechnen als mit dem großen. Würde ich mal behaupten. Zeit 13. Hab heute ein Stausprogramm vor mir. Ja, ich habe in der letzten Woche das nicht so geschafft, wie das schaffen wollte. Aber gut, egal. Ich hab Hunger. Das ist ja nicht normal. Müssen die Kuchen auftauen. Ja, haben wir die Ecke noch und dann noch den mittleren, den was ich da hinten gemacht habe, den auch noch mitmachen. Ja, wenn das funktionieren würde, wie das eigentlich sein müsste, dann hätten wir da nur noch ein, zwei Fahrzeuge dazu genommen. Die hätten ihr Programm abgefahren und dann wäre das erledigt gewesen. Aber das funktioniert leider nicht so richtig. Irgendwie will er nicht auf den richtigen Punkt zurück. Ich weiß nicht warum. Oder ob hier mal geübt werden muss vielleicht. Das wäre vielleicht eine Option. Bilderstellung. So, wir haben die Ecke auch fertig soweit. Wir müssen dann die andere Spur arbeiten. Wäre eine Option, mal das zu machen, ne? Wenn das hier noch nicht geflügt wurde.
Nach dem Flügel ist aber auf jeden Fall eine Welt dann erstellt worden. Zeit vergeht. Ja, bei 5 ist das Problem. 3 Pausen wird ja, zu weit gefahren. Bis 3 Pausen wird zu schnell einfach voll. Ne? Man verbraucht zu viel. Da kommst du hinterher. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch vorwärts kommen mit unserem, damit wir das andere machen können. Ne? Also hier die Gerste. Entschuldigung. Also alle. Wie heißt es schön? Die beste Krankheit taucht nichts. Denk mal noch 1-2 Wochen. Werde ich mal so ein bisschen die Nachwirkungen haben von der Erkältung. Gute war wahrscheinlich. Das Wetter ist einfach zu ungünstig, ne? So klamm draußen. Heute ist ja auch wieder so Hochnebel versprochen worden um 15 Grad und am Anfang sind doch nur 11 Grad. Aber Sonne fehlt halt, ne? Den letzten Rest muss es reichen. Ja. Ah, wird knapp. Das reicht nicht, Junge. Sich alleine ranholt und das dauert zu lange. Dann machen wir es selbst. Aber dann wäre die Wiese endlich auch fertig nach langer Zeit. Ja, liebe Zuschauer, das sollte auch schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs fleißige Reinschauen. Ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.